Dann kamen Umfragen und 39% der Deutschen sagten, Lügenpresse, das stimmt. Davon gehen wir aus und insgesamt 60% fanden sich sehr schlecht informiert. Das gab es also noch vor 8 Jahren. Dieser kritische Blick auf diesen damals schon völlig bescheuerten Journalismus, und heute ist er völlig weg. Und was ist, da würde ich gerne zum das Schluss möchte, darüber da, ich sprechen. Ich glaube, das sind, die nach 2 Jahren Corona sind die Leute jetzt, haben alles vergessen. Sie sind so weich gekocht, mit Nerven runter. Aber was ist die grundlegende Ursache dafür? Also ich meine, es ist ja letztendlich, die Ursache ist, weil man in seiner Komfortzone bleiben will. Das Wort Komfortzone ist auch aus meiner Sicht schon völlig falsch definiert, weil viele würden gar nicht sagen, dass sie Komfort haben, aber nennen wir es mal in der Gewohnheitszone, in der sie sind, aus der sie auf gar keinen Fall aussteigen wollen, ja, und deswegen mehr mitmachen, als man es für möglich gehalten hätte? Ich würde da ein bisschen widersprechen. Ich habe mich ja auch bereits damals schon Fernsehkritik TV gemacht. Ich habe sehr intensiv 2014 über diese Ukraine-Berichterstattung Beiträge gemacht. Und das stimmt, das ist tatsächlich wahnsinnig viel verzerrt und gefaked worden. Aber ich nehme das jetzt so nicht mehr wahr in der Extremität, weil es gar nicht mehr möglich ist, aufgrund, man kann ja heute alles nachprüfen im Internet. Irgendwelche Sachen aus dem Kriegsgebiet mit jemandem mit dem Smartphone, das gefilmt hat, und die Tagesschau übernimmt das einfach so und zeigt es. Und plötzlich stellt sich raus, das ist ein ganz anderer Angriff gewesen, das ist sogar ein ganz anderer Krieg gewesen. Damals haben sie das noch probiert, weil sie noch gar nicht auf dem Trip waren, dass sie gemerkt haben, ach du Scheiße, es gibt mittlerweile ja die ganzen Online-Medien, die das ja alles sozusagen dem das gegenchecken können. Insofern finde ich, hat sich da was verbessert aufgrund dessen, und das hat ja auch wieder was mit den alternativen Medien zu tun, man kann es heute viel besser überprüfen als damals. Das ist, glaube ich, ein ganz... Wenn man dazu bereit ist, ne? Das immer, da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Ja. Also setze ich mich halt 15 Minuten vor die Tagesschau und weil ich gar nicht mehr Zeit habe, oder beschäftige ich mich tatsächlich und schaue bei Massengeschmack-TV rein und bei Fairtalk und bei Apolut und bei Rubik und all den anderen Portalen. Ältere Damen und Herren, die kein Internet haben oder das sich dafür nicht interessieren, sondern nur klassischerweise ihre 20 Uhr Tagesschau gucken, klar, natürlich, die müssen sich darauf verlassen. Das ist völlig Nein, es, heute die Berichterstattung besteht ja darin, also meine Freundin und ich wetten immer, fangen Sie an mit einem weinenden Kind oder mit einer weinenden Oma. Und keinen Punkt gibt es bei einem weinenden Opa. Das ist die Kriegsberichterstattung, das geht die Opferbeobachtung aus der Nähe und das ist ganz sicher sehr traurige Geschichten auch dabei. Aber wir reden über einen Krieg, was soll dieser Krieg, und wenn man vermeidet, und das ist jetzt wieder genau das, wer Putin-Versteher ist, also wer sich die Mühe macht zu überlegen, kann man den Putin irgendwie mal verstehen? Das heißt ja nicht, dass man den Krieg gut findet oder richtig findet. Kann man den mal irgendwie verstehen? Außer, dass das ein Typ ist, der salopp gesprochen jetzt dicke Eier hat und irgendwie böse ist. Bei uns qualmt immer der Fernseher, wenn der kommt. Der ist ja ungefähr für alles mögliche. Warum kann man nicht mal darüber reden? Also gestern gucken die Tagesschau, ich gucke nur noch einmal Tagesschau unter Alkoholeinfluss, sonst mehr halte ich nicht aus und fühle mich vergiftet. die Frage, wie weit ist denn Putin mit seinen Kriegszielen an den Korrespondenten, der da irgendwie mit seinem Mützchen steht? Ja, dann sagte der, ja, militärisch ist das nicht so weit gekommen, da und da. Und die Sanktionen, die schaden dem auch ganz schön. Also eher ist das ein Flop. Putins Kriegsziele sind was völlig anderes. Die hat er auch sehr genau benannt und die dürfen nicht vorkommen. Man darf diesem Krieg keine Rationalität zumuten. Es ist eine ständige Emotionalisierung, um zu eskalieren. Und das sind, jetzt kann ich nur noch sagen, böse Leute. Also Annalena und solche Figuren, die sind nicht mehr, da drehe ich durch. Ich würde trotzdem gerne, bevor wir dieses Thema jetzt noch, ich merke schon, wir machen so einen Stammtisch jetzt. Das ist der Fairtalk-Stammtisch. Da machen wir einfach ein Packen Zeitungen auf den Tisch und ich glaube, wir hätten also lebendige Sendung. Ich würde wirklich gerne nochmal auf die Ursachen zu sprechen kommen. Also was sind die Ursachen für diese Entwicklung? Deswegen kam auch bei mir diese Frage mit der Komfortzone. Es werden Exempel statt
statuiert. Ja, Beispiel Richter Weimar hat irgendwie ein Urteil gesprochen zum zu den Masken und ist dafür irgendwie, hat er Besuch bekommen. Ja, und hat ein Strafverfahren wegen Rechtsbeugung. So als ein Beispiel. Oder Ärzte, die Maskenatteste ausgestellt haben, bekommen dann Besuch von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft. Oder Stefan Hockert, der eben impfkritische Expertenstatements betrieben hat, der bekommt Steuerprüfung. Offenbar wegen eines konstruierten Steuerdelikts. Ja, ja, klar. Ja, oder der Basketballer, der auf der Demo am 1. August 2020 war, der Bundesliga-Basketballer, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, der da nicht mehr spielt. Also ich will einfach nur sagen, diese Exempel werden statuiert, die werden medial groß aufgepumpt und damit wird ja bei jedem Einzelnen eine unterbewusste Angst erzeugt, wie weit darf ich gehen? So geht's mir zumindest auch. Also wie weit darf man gehen, um das irgendwie, das Leben, was man führt, Sie haben es gerade auch angesprochen, Herr von Rossum, nach dem Motto, irgendwie die Alten müssen es rocken, weil die nichts mehr zu verlieren haben, die Jungen, die Kinder haben, die ihre Miete bezahlen müssen, dann müssen die Alten auch, aber dennoch ist man in einer ganz anderen verantwortlichen Situation. Also ist es das, dass man mehr in Kauf nimmt? Also ich würde wirklich gerne nochmal, ist fast eine philosophische Frage, wo die Ursachen stecken, aber haben Sie eine Idee? Herr Kreimeier, Herr Lute, erst Herr Kreimeier. Wir waren länger nicht dran, aber. Ja, das ist eine Eigenschaft, die manchen Kollegen vielleicht verloren gegangen ist, aber ich höre auch ganz gerne mal zu. Also, so ist gut. Ist jetzt nicht. Aber, die Ursache mag in einer gewissen Sättigung liegen. In der Annahme nach dem Motto eben halt Strom kommt aus der Steckdose, das Hühnchen kommt aus dem Supermarkt und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das auch in gewisser Weise tatsächlich also ein ganz normaler historischer Schweinezyklus ist. Was wir aber da gerade erleben, was die eigentliche Gefahr hinter dem Ganzen ist, ist eben halt, dass man diese historischen Zyklen insoweit durchbricht, dass sich irgendwas nicht erneuert, sondern eher sich plötzlich wieder zurückentwickelt. Denn was wir hier erleben, was Sie gerade auch mit dem Thema der Angst beschrieben haben, ist eben, oder was Sie auch richtigerweise mit der Kriegsberichterstattung beschrieben haben, ja, weinende Menschen, dramatische Bilder, ganz viel Emotion. Was, ich glaube, Sie hatten es anfangs angesprochen, was aber die eigentliche Errungenschaft ist, das, was uns jetzt in dem dünnen Firnis der letzten 250 Jahre in etwa mal zusammengekommen ist, das Zeitalter der Aufklärung, die Ratio tatsächlich voranzustellen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Ich freue mich auf dich.